Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast und heute zu einem wirklich ganz besonderen Video. Wahrscheinlich einer der seltensten POTM-Karten, die jemals ein Schalke-Spieler kriegen wird. Und heute schließen wir Amin Harit mit einer 86 ab. Auf jeden Fall eine überragende Karte. Ich habe die ganze Zeit so gehofft, dass er eine POTM-Karte kriegt. Ich habe ihn ja auch erst so vor knapp 2 Wochen getroffen, als er eine Inform-Karte bekommen hat. Und auch da haben wir da schon drüber geredet und auch er hat sich auf jeden Fall wahnsinnig drüber gefreut. Dass er jetzt POTM geworden ist, das ist auf jeden Fall mega geil. Wir schauen uns einmal kurz seine Karte an. Ich finde auf jeden Fall, die Karte ist definitiv voll verdient. Ich weiß, viele Bayern-Fans sagen, okay, Coutinho hätte es auch sein können, aber ich kann nur sagen, er hat schon extrem viel Einfluss darauf gehabt in den einzelnen Spielen, dass wir auch so viele Punkte geholt haben. Nicht, dass es vielleicht bei Coutinho nicht so gewesen ist, aber auf jeden Fall finde ich, es ist auch nicht unverdient. Und ich freue mich einfach sehr, dass wir jetzt den ersten POTM haben. Und ihr seht schon, er hat natürlich nicht so einen überragenden Schuss. Also ist halt eigentlich nur so ein richtig typischer Zehner, mit dem man aber möglichst nicht aufs Tor schießen soll. Wir werden uns das gleich jetzt mal ziemlich genau angucken in der Weekend League und schließen den aber jetzt logischerweise erstmal vorher ab. Und da werde ich möglichst viele untauschbare Spieler benutzen. Ihr wisst ja, ich nehme immer die ganzen untauschbaren Packs von den Division Rivals Rewards. Da haben wir ja im letzten Video Koulibaly gezogen. Den gebe ich jetzt einfach direkt ab, weil der hat eine 89. Der pusht halt dadurch das Rating. Ich glaube, wir haben 3 Spieler, die nicht First Owner sind. Das ist Aspas, das ist Isco und das ist Milinkovic Savic. Das heißt, ich spare mir ungefähr so 50.000 Münzen, weil ich muss nur so knapp 20.000 ausgeben. Und habe das direkt auch hier bei dem Minimum. Ihr seht, ich kann keinen 82er mehr für einen 83er tauschen, also das passt. Falls ihr das auch so nachmachen wollt, darauf achten. Ich habe natürlich Loyalität auf den Spielern, das möchte ich fairerweise sagen. Aber wir lehnen uns jetzt erstmal zurück, schließen Harit ab, sagen hier, ja, Jahrstein soll wirklich gehen. Und sehen Amin Harit POTM 90 Tempo. Hätte ich auch echt nicht gedacht, dass sie dem so ein heftiges Upgrade geben. Ich glaube, er hat nur eine 76 auf seiner normalen Karte, jetzt eine 81 auf seinem Inform und jetzt eine 86 auf seinem POTM, also wie ich finde, also klar, gut, aber ja, plus 10 auf seiner normalen Karte ist auf jeden Fall krass. Und da ist er, Amin, mein Freund. Was eine überragende Karte. Ihr seht schon an meinem Strahl, ich bin happy, dass wir den haben. Wir schauen uns jetzt gleich natürlich nochmal kurz das Team an, in dem wir den heute spielen, den guten Harit. Und dann schauen wir mal, was der so in-game drauf hat. So, das ist das Team, mit dem wir heute antreten werden. Ihr seht schon, ich habe natürlich die beiden anderen Schalker-Special-Karten auch noch mit drin. Natürlich West McKennie, den haben wir in Rot gezogen, auch im letzten Video. Und wir haben ja auch noch seine Inform für das Spiel gegen Leipzig. Ansonsten habe ich hier im Sturm jetzt auch noch Lewandowski, den habe ich noch als Leihkarte. Ich dachte, ich kann den einfach mal testen. Ich habe noch gar nicht mit ihm dieses Jahr gespielt. Deswegen ist das hier eine ganz gute Möglichkeit. Ansonsten noch Hull und R9, um das Team noch ein bisschen, naja, zu upgraden, um das mit den ganzen Schalke-Spielern ein bisschen auszugleichen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir rein ins Spiel. Ich habe übrigens auch Harit noch einen Sniper-Chemistry-Style gemacht, damit er einfach viel, viel mehr Torabschuss hat. Ich glaube, seine Schusskraft kann man nicht mehr großartig boosten. Man muss einfach hoffen, dass er den Ball irgendwie mit ein bisschen Kraft ins Tor haut. Wir haben jetzt lange genug geredet, rein geht's ins erste Spiel. So, wir haben unseren ersten Gegner. Und der hat ein, ja, ordentliches Goldteam und er heißt einfach Julius. Julius, Grüße gehen raus an dieser Stelle, falls du das Video siehst. Übrigens, mit ihm kommt morgen oder übermorgen auf jeden Fall auch ein Video, endlich mal wieder. Und ja, musste ich jetzt gerade nur schmunzeln. Gegen einfach Julius ist unsere erste Partie. Auf geht's, Harit zusammen schön mit R9. Da sind auf jeden Fall zwei Spieler, ja, mit demselben Kaliber. Oh, da holen wir uns den Ball zurück. Da ist Harit, gutes Dribbling, linker Fuß. Ja, dann war vielleicht der Torabschluss nicht so gut. Gut aufgepasst von Weston McKennie. Jetzt komm, Harit. Zeig mal, was du kannst. Pass auf Hullet. Zurück auf Harit. Gut, gutes Dribbling. Jetzt der Hacke zu Hacke. Und da steht's doch direkt 1-0. Mega gut gemacht. Erster Ballgewinn von Weston McKennie. Dann auf den mit ungefähr denselben Haaren. Hullet und der dann auch Harit und dann ein richtig gutes Dribbling und dann sogar mit dem linken Fuß, ich glaube, er hat 3 Sterne Weakfoot, hat aber trotzdem reingemacht, obwohl er ja nicht so einen hohen Abschlusswert hat. Das sah gut aus. Nice Dinge. So, Harit am Ball. Auf geht's, Harit. Oh, der ist so schnell und jetzt einfach um Torwart und da steht das 2 und auch das wieder richtig geil gemacht. Also sein Dribbling und sein Tempo, das ist schon richtig sick. Natürlich, man merkt in der einen oder anderen Szene, dass er jetzt nicht so super stark ist.
jetzt auch nicht so einen super guten Torabschluss hat, aber naja, ich glaube, dass wir uns jetzt da auch gerade wieder sehr, sehr gut sehen konnten. Er hat ein richtig geiles Dribbling. Er ist so schnell und er fühlt sich so ultra beweglich an. Das ist echt richtig gut. Achtung, Caligiuri. Och, Caligiuri. Das sieht ja aus wie in echt. Egal, geht direkt weiter. Harit mit der Vorlage auf R9. Und der macht den Ball nicht rein. Grüße. Auf geht's, Harit. Oh, der ist so schnell. Auf geht's. Dribbling. Dribbling ist on point. Jetzt der Torabschluss. Und naja, wenn er so nah vorm Tor steht, dann sind auch die, weiß nicht, 65 Schusskraft nicht mehr schlimm. Dreierpack Harit. Drei Dinge hat er jetzt schon gemacht. Nach 37 Minuten. Das sieht auch sehr, 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 sehr ordentlich aus. R9 läuft. Schau mal jetzt auf den Laufweg von Harit, was er da so macht. Ich wollte den eigentlich noch gar nicht anspielen. Ich wollte erst auf Frullit spielen. Ah, aber da ist er wieder. Jetzt machen wir einfach mal den Dragback. Okay, machen wir nicht, weil das brauchen wir gar nicht. Er ist so beweglich. Wir müssen nicht mal wirklich skillen oder so. Einfach nur aufhören zu sprinten und dann schnell in die andere Richtung wechseln. Ich meine, jetzt hier nochmal kurz. Ja, okay. War jetzt leider nicht so schön zu sehen. Aber auch da wieder richtig guter Abschluss. Also, das war jetzt gerade ja auch eine Szene, da muss der Ball jetzt nicht zwingend reingehen. Weil ja viele sagen, okay, hat nicht so einen guten Abschluss. Stimmt ja auch von den Stats her. Aber bis jetzt, finde ich, merkt man das weniger. So, das war's mit der ersten Halbzeit. Ja, einmal hat leider Daniel Caligiuri nicht aufgepasst. Direkt nach dem Anstoß. Kann passieren. Aber Harit, 4 Tore. Das passt. R9 auf Harit. Können wir wieder skillen. Diesmal kommt der Dragback und dann macht er den wieder rein. Also, ich kann sagen, was ich will. Ihr könnt mir das auch glauben. Ihr habt es ja auch eben gesehen in der Halbzeitstatistik. Ich habe jetzt nicht so viele Chancen, die ich jetzt nicht mit reinschneide, wo jetzt er irgendwie jetzt nicht den Ball ins Tor schießt, sondern er ist wirklich gut vor dem Tor. Also ich habe jetzt gerade auch den Sniper Chemistry Style, damit hat er jetzt auch nochmal deutlich mehr Torabschluss. Zwar immer noch keine Schusskraft, aber im reinen Abschluss, finde ich, merkt man das jetzt nicht, dass er so wenig hat. Lewandowski. Da steht Hullet. Komm, dann können wir auch mal mit dem. Und der schießt den nicht rein. Also R9 und Hullet treffen irgendwie gar nichts mehr, seitdem Harit auf dem Platz steht. Oh, guckt euch das an, wie schnell und beweglich der ist. Das ist so krass. Das ist ja so wie Messi, nur mit 5-Sternen-Skills und dann wieder der Torabschluss. Also ich glaube, dass man es sehr, sehr gut sehen kann, wie man mit ihm ungefähr spielen muss. Einfach so sehr seine Beweglichkeit und sein Tempo ausnutzen. Das ist halt richtig überragend. Schau mal, was er so für Pässe drauf hat. Oh, was ein Pass. Der kann ja alles, der Junge. Und R9. Weiß nicht, ob das jetzt sein Tor war oder ein Eigentor. Doch, war sogar sein Tor. R9 macht das 7-1. Aber nochmal mit allerletzter Kraft hier, Harit. Versuchen wir einfach wieder am Gegner vorbeizudribbeln. Gucken wir mal. Das gibt einen Elfmeter. Okay, ich habe eigentlich einfach nur den linken Stick die ganze Zeit bewegt. Aber den machen wir natürlich mit Harit. Er hat sogar 87 Elfmeter. Aber gut, hat er auch schon ein paar Elfer bei uns reingemacht. Gucken wir mal. Gut, Ladi. Gut. Das kann Harit auf jeden Fall besser in echt als ich in FIFA. Oh, Caligiuri. Jetzt geht er nochmal ab. Guckt euch an. Daniel Caligiuri. Da läuft er. Da läuft er. Da hält ihn keiner mehr auf. Da spielen wir den Ball wieder auf Harit mit links. Und dann steht es 8 zu 1. Und das war auch der Endstand. Ja, wir haben einen ganz klaren Man of the Match. 9 Versuche, ihr seht's. Also er hat aus 9 Torschüssen 7 Tore gemacht. Wie ich finde, eine sehr, sehr gute Quote. Natürlich viele Bälle, wo er auch schon frei durch war. Aber auch die muss man natürlich erstmal reinmachen. 10,0, das lief auf jeden Fall sehr gut. GG an dich, Julius, falls du das Video siehst. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal, ob Harit im zweiten Spiel des heutigen Tages seine überragende Form bestätigen kann. So, Spiel Nummer 2 für heute. Und wir spielen gegen ein sehr, sehr ordentliches Team mit roten Harry Kane. Also, da hat der Gegner auf jeden Fall ein ordentlich Glück gehabt. Dazu noch Inaki Williams, Lukas, Sané, ziemliche OP-Spieler hinten, auch noch Militao. Das sieht auf jeden Fall deutlich stärker aus als eben das Team. Harit holt sich den Ball zurück, sehr gut. Gucken wir mal, ob das gegen den Gegner hier auch wieder funktioniert mit seinem Dribbling. Das sieht schon mal wieder sehr gut aus, Harit. Ah, war auf jeden Fall der erste Ansatz einer Chance. Aber der Ball ist noch heiß. Das spielen wir einfach auf R9 und machen mal das sichere 1 zu 0. Das ist auch natürlich immer sehr wichtig. Da läuft Harit gegen Rodri gerade. Komm, gegen Nacho. Oh, wie er Fernandes nass gemacht hat. Und dann
Ja, war das sehr gut gehalten, aber auch nicht so ein guter Torschuss, muss man glaube ich fairerweise dazu sagen. Aber trotzdem eine gute Aktion. Der 9. Ah, der Gegner steht schon wieder mit Mann und Maus da hinten drin. Jetzt versuchen wir einfach nochmal mit Hullet. Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, Hullet und R9 sind dann doch nochmal ein Stückchen besser. Aber auf jeden Fall 2-0. Auch wenn jetzt Harit hier noch nicht sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Macht er trotzdem wieder einen guten Eindruck, finde ich. Gute Drehung von Harit. Auf geht's jetzt nochmal. Jetzt aber, jetzt ist er durch. Jetzt muss er drin sein. Jetzt gucken wir den Tod aus. Der hat ihn verschoben. Deswegen hat er den nämlich auch gehalten. Ja, okay, das erklärt dann natürlich einiges. Aber jetzt hat er sich in die Torschützenliste endlich eingetragen. Let's go. Auf geht's. Sehr gut gespielt. Lewandowski. Da läuft er sich schon wieder frei. Harit läuft. Da kriegt er natürlich auch den Ball. Wir gucken, ob sich der Torwart bewegt. Hat er nicht. Wieder gut gehalten. Ja. Bisschen weiß ich jetzt nicht, wie Harit am Ball geblieben ist. Ich habe die Vermutung, dass wir einen Weltschuss kriegen. Aber auf jeden Fall, es war, glaube ich, eine Vorlage von McKennie und die beiden feiern da auch. Was ein Bild. Mega geil. Ich denke mal, wir haben jetzt einen Weltschuss und das zeigt dann auf jeden Fall, wir haben keinen Weltschuss. Ja, und jetzt haben wir doch den Weltschuss dann irgendwie, obwohl nicht mal irgendein Tor gefallen ist. Geht der Gegner raus, zweimal auch hier wieder Harit, einmal R9 und einmal Hullet. Der Gegner hatte nicht einen einzigen Torschuss in 77 Minuten. Ich denke mal, das spricht auf jeden Fall für unsere Abwehr. Auch ein sehr gutes Stichwort, nur so kurz nebenbei. Ich fand das Sané echt überraschend sehr, sehr gut. Also, warte mal, einmal kurz schauen, ob der hier viele Zeichen gewonnen hat. Ihr seht, also 4 von 5 Zeichen haben wir gewonnen, ist eine sehr, sehr, sehr gute Quote. Hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Ja, das war's mit dem Video heute zu Amin Harit. Ich bin heute übrigens auch noch im Stadion, das heißt, dort werde ich ihn dann auch wiedersehen. Ich hoffe natürlich, dass er das ein oder andere Tor schießt heute gegen Hoffenheim. Morgen geht es dann weiter mit einem Video auf meinem RTG-Account. Dort stehe ich aktuell 20 zu 0 in der Weekend League mit dem RTG-Team. Deswegen macht euch da auf ein spannendes Video gefasst. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie weit das noch geht. Ich muss morgen früh halt noch meine Spiele fertig spielen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.